Am 20. Mai 2022 fand in Meine nach zweijähriger Pause wieder der traditionelle Benefiz-Staffellauf statt. Fast 40 Staffeln traten an, um rund 2 Kilometer für den guten Zweck zu laufen. Mit großer Zuversicht starteten auch wieder einige Teams vom PMG. Selbst ein Lehrerteam hat sich der Herausforderung gestellt. PMG-TV war vor Ort und hat die Leute mit ein paar Fragen aufgemischt, denn so eine Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Bevor es losging, wäre der Lauf aber fast noch wortwörtlich ins Wasser gefallen. Warum er denn noch stattfinden konnte, das weiß Neo Wille, der sich unter die Menge gemischt hat. Dort hinten, da kommt die Sonne. Zum Glück, denn dieser Lauf war eigentlich schon fast davor abgesagt zu werden, wegen des schlechten Wetters, weil vorhin hat es ordentlich nochmal geregnet. Aber pünktlich zum Start hat es dann auch wieder aufgehört. Also von daher hoffen wir einfach mal, dass es nicht weiter regnet. Herr Wachter, Sie essen gerade? Schmeckt's? Da habt ihr mich erwischt, ja. Aber ich hab gerade schon erklärt, ich werde das als Süddeutscher nicht verstehen, an Norddeutschland, warum man das nicht einfach in ein Brötchen reintut. Man muss eben auch so die Konsumentenperspektive beachten. Im Brötchen rein, ich spare mir den Müll, ist auch die ökologische Perspektive berücksichtigt. Und naja, Ökonomie ist nicht alles. Ja, und es heißt ja auch nicht ohne Grund die Wurst im Brot. Und zur Not gibt's Wurst auch ohne Brot. Genau. Sie sind der Coach vom Lehrerteam, vom BMG-Team? Coach, Mental Coach, Trainer. Haben Sie so eine Einschätzung, jetzt wirklich Einschätzung, wer ist der Schlechteste, wer ist der Beste im Team? Die Mädels, die sind natürlich die Besten, aber ich glaube, Herr Busse, heute ist Tag von Herrn Busse. Guten Tag, Herr Völkel, rennen Sie nicht weg. Jetzt ist es zu spät. Wir haben gerade mit Ihrem Coach gesprochen. Wir haben auch gefragt nach besten und schlechtesten Läufern. Ja, Frechheit. Wieso Frechheit? Er hat sich nur zu den Besten geäußert. Haben Sie dazu was zu sagen? Er ist ja ein guter Trainer, also er wird recht haben. Haben wir ja beim Fußballturnier gesehen, als er uns gecoacht hat. Gut, aber was würden Sie denn zum Tipp für den besten Läufer abgeben? Hey, ich glaube Herr Busse. Oh, dann sind Sie schon der Zweite, ne? Was mich natürlich wundert, wieso macht ihr das hier, anstatt selber zu laufen? Also ein paar von uns laufen, ja. Und ich kann zum Beispiel nicht laufen. Heißt hier einer Luis? Ich heiße Luis. Du sollst interviewt werden, haben wir uns... haben wir uns sagen lassen. Ja, gib mal so eine Einschätzung an. Wie habt ihr euch gut vorbereitet? Gar nicht. Sind uns natürlich warm gelaufen, Strecke noch einmal abgelaufen und jetzt gewinnen wir das Ding. Gelaufen, wirklich nicht gegangen, um Energie zu sparen? Doch, wir sind gegangen. In welchem Team lauft ihr? Gummibierbande. Wie sind Sie denn auf diesen Namen gekommen? Wir haben im Internet gegoogelt. Habt ihr so einen Top-Runner oder auch das Gegenteil? Gut. Ihr seid alle gut? Ja, ja. Also ihr habt auch gute Chancen auf den Pokal? Ja, auf jeden Fall. Und wie sind die Erfahrungen? Ja, ich glaube, sehr anstrengend. Ach, danke. Jedes Jahr wieder. Ja, aber man macht es trotzdem. Ja, und man denkt sich so, ja, dieses Jahr muss es doch nicht so schlimm sein. Und dann kommt man da auf der Hälfte und denkt sich so, ui, die sind alle echt schnell. Naja, ich nicht. Wen schätzt du hier von den ganzen Läufern am sportlichsten ein? Von den ganzen Läufern, als Team oder als Einzelläufer? Als Einzelläufer. Oh, das ist echt nicht... Das ist schwer, ich weiß es nicht, aber die sind alle nicht schlecht, also was man hier so sieht, ja, ne? Alle relativ schnell. Alle flinken Schritte unterwegs. Also möchte ich nicht, aber diese Laufgruppen, die sind dann doch immer noch am dominierendsten. Die sind richtig sportlich. Und, was sagst du? Schönes Event? Ja. So muss das. Ja. Was denkst du, wer ist hier der sportlichste von allen Läufern, Einzelläufer? Die aus der ESG. Ja, das musst du. Und von den Lehrern, was meinst du, wer ist am schnellsten? Herr Busse. Da bist du, glaube ich, nicht der Einzige, der das sagt. Guten Tag, Herr Fricke. Hallo, Neo, ich grüße dich. Mit dem Fernsehen, das ja, ist schön. Sie sind heute nicht gelaufen, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie, warum nicht? Weil ich keine Mannschaft vollgekriegt habe. Aber Sie hatten schon jetzt eine Fan-Mannschaft hier, oder? Ja, natürlich. Also Moritz ist ja bei der Feuerwehr mitgelaufen. Und hier eure ESG-Mannschaft habe ich natürlich auch angefeuert. Ja. Und die Lehrermannschaft nicht, oder? Ja, natürlich. Die auch? Natürlich. Guten Tag, Herr Merten. Hallo. Na, wie geht's Ihnen hier? Na, hier fühle ich mich wohl. Sind Sie hier für den Grill zuständig? Ja, unter anderem ist der junge Mann hier für den Grill zuständig. Ich bin für den Verkauf zuständig. Vergiss zu sagen, dass ich der Chefgriller bin, ne? Ja. Sie sind hier, fleißig unterwegs, sehe ich gerade. So weit schon der Chefgriller, dass man sagen kann, du grillst jetzt und du grillst jetzt, ne? Ja, das macht ein Chef aus, ne? Hallo, guten Tag, Herr Wahlbaum, wie geht's Ihnen? Ah ja, kann ich klagen. Ja, warum sind Sie nicht gelaufen? Ja, ich habe Batman-Training gemacht. Was soll man draußen, wenn man in einer muffigen Halle sein kann? Weißt du, wie das ist? Ja, das ist ein gutes Argument. War das denn bis jetzt eine gelungene Veranstaltung für Sie?
Es war eine super gelungene Veranstaltung. Wir haben uns richtig gefreut. Das Wetter hat mitgemacht. Wir waren ja kurz vorher noch mit dem Regenschauern zugegen und wir wussten nicht, ist nur der Start trocken oder ist der ganze Lauf trocken. Und wenn man jetzt guckt, wir hatten fast einen Sonnenuntergang, also wir sind richtig zufrieden. Wetter hat gepasst, fast 40 Staffeln, Stimmung ist gut. Was wollen wir mehr? Auf dem T-Shirt steht Meine Nacht, Kirche laufen, erleben. Was hat denn die Kirche damit zu tun? Ja, die Kirche ist tatsächlich Ausrichter. Wir haben uns gesagt, wir müssen als Kirche auch in den Ort kommen. Wir müssen präsenter sein. Wir wollen uns aktiv zeigen und wir möchten auch Gemeinschaft stiften. Und da haben wir uns überlegt, als Förderverein der Kirche, der das hier ausrichtet, das Gute ist doch einen Lauf zu machen, sodass wir dort Menschen unterschiedlichen Alters zusammenführen, dass Freude da ist und vor allen Dingen, dass wir das mit Staffeln machen, wo ein Team aus verschiedenen Menschen zusammen ein gemeinsames Erlebnis hat. Es ist ja nicht nur ein Nachtlauf, es ist ja auch ein Benefizlauf. Ist das aus demselben Zweck, um die Leute zusammenzubringen? Genau, also der Hauptzweck ist, Leute zusammenbringen und die alle Einnahmen, die jetzt heute hier auf dem Marktplatz generiert werden, die gehen in die Kasse des Fördervereins und der Sinn und Zweck des Fördervereins ist es tatsächlich, unsere evangelische Kirchengemeinde hier vor Ort, die St. Stephani-Gemeinde, zu stützen. Gibt es bis jetzt irgendwelche Highlights hier? Ja, dass wir wieder tatsächlich 40 Staffeln zusammenbekommen haben, dass die Leute auf den Marktplatz gekommen sind, dass vor allen Dingen alles ohne Unfälle abgegangen ist und das absolute Highlight ist ja immer, beim Staffelwechsel in die Gesichter zu sehen, wie freudestrahlend der Wechsel vollzogen wird. Und jetzt sind wir einstellig. Start Nummer 9, PMG ESG. 48 Minuten und 7 Sekunden. PMG ESG. Glückwunsch. Klasse. Ein ganz besonderes Dankeschön. Nicht nur die Schüler vom PMG laufen mit, nein, auch die Lehrer laufen mit. Und wir haben Platz Nummer 7 mit 46 Minuten und 33 Sekunden. Team Lehrer PMG, herzlichen Glückwunsch. Wie es in der Bibel steht, die Ersten, denn die Letzten werden die Ersten sein. Und die Staffel mit der Nummer 39, die sie als Letztes angemeldet hat, ist tatsächlich die Siegermannschaft geworden. Wir können auf Platz Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind alle Blue Liner. Eigentlich haben wir es heute nur als Trainingslauf genommen. Haben uns eine Stunde vorher angemeldet. Die wohnt hier in Meine und hat gesagt, hier ist ein Lauf. Also machen wir mal schnell einen Trainingslauf daraus. Erster Platz geworden. Wie fühlt es sich an? Ja, großartig. Also wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wir auf Platz 1 kommen. Also der dritte Platz hätte uns auch schon gereicht, aber dass er für Platz 1 gereicht hat, ist super. Ihr meintet ja gerade schon, das war nur ein Trainingslauf. Heißt es war gar nicht so anstrengend? Nee, ganz im Gegenteil. Wir hatten einen richtig tollen Fight. Also im letzten Lauf hatte ich von der zweitplatzierten Mannschaft einen Gegner, der einen Meter hinter mir war, also zwei Meter. Also das war schon nicht ohne. Heißt das, ihr seid nächstes Mal wieder am Start? Definitiv, ja. Und dann nochmal den ersten Platz abräumen, wa? Ich denke, dann werden wir auch ein bisschen stärker noch sein. Ja, Manu, ich kann euch auch noch was sagen. Wie ist das, besser zu sein als die Schüler? Gut. Lehrer waren besser als die Schüler? Korrekt. Für wen ist der denn positiv ausgegangen jetzt? Naja, für die Besseren. Und die haben wir ja gerade gesagt, die Lehrer sind besser als die Schüler. Teilweise. Aber haben sich Mühe gegeben, muss man das ja auch sagen. War es denn überraschend? Nö, für mich nicht. Ich habe ein Top-Team hinter mir. Das war's vom Meiner Nachtlauf 2022 zum 10. Jubiläum. Zum Glück doch noch stattgefunden. Danke an die zahlreichen Teams, fast 40. Und ich hoffe auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal.